das heute hier machen zu dürfen, am Hoftheater, neben der Orangerie, auf der Location, in Dides, wir haben den Traum auf der Location, einen sensationellen Park. Wir wünschen euch heute allen viel, viel Spaß. Das komplette Autorenteam und der Verlag spenden sozusagen unsere Einnahmen, unsere Tantieme. Und dabei ist jetzt schon mal eine beachtliche Summe zusammengekommen, die wir jetzt gerne im Check übergeben würden. Die 7 Stiftungen, die wir insgesamt unterstützen. Wir haben zum einen den Herrn Totti von Sea-Watch. Wir nehmen dieses Jahr auch das erste Mal im Einsatz eine kleine Cessna, die vor Malta ausfliegt und Flüchtlingsboote aus der Luft spottet. Im Prinzip sind wir dazu da, Seenotrettung durchzuführen. Dort zum einen Sprachförderung Deutsch machen, Willkommensklassen, Sprachklassen, Vorbereitungsklassen. Dem Verlagschef vom Ars Vivendi, Norbert Treuheit, mit dabei, der auch den passenden Check zum Kochbuch Hand in Hand mit dabei hat. Ich habe den Timo also vor einem Jahr ungefähr kennengelernt und er hat uns erzählt von diesem Kochbuchprojekt mit 50 Spitzenköchen und ich hätte nie gedacht, dass man das wirklich innerhalb eines halben Jahres stemmen könnte, aber Timo hat so viel Energie und konnte da Qualitäten aufzeigen, die wirklich ganz, ganz wunderbar sind und wir haben es dann wirklich hingekriegt, dass wir das innerhalb von einem halben Jahr geschafft haben, das Buch rauszubringen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir da jetzt auch eine stolze Summe inzwischen eingespielt haben und es sind ja, 16.500 Euro, die bisher eingespielt wurden und ich freue mich sehr, dass ich das heute Timo übergeben kann. Norbert, vielen Dank nochmal an dich, also dass wir das Buch überhaupt so realisieren durften, eben auch ein Verlag muss natürlich dran glauben und also ihr habt es gemacht und es war wirklich toll. Unser Fotografen da, Adrian Erbe aus der Schweiz, danke auch nochmal an Markus Dietrich eben von GastroNection, der uns im Marketing und allem drum und dran wahnsinnig gut unterstützt. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an die ganzen Sterneköche und an die ganzen Geflüchteten. So, hallo, ich bin der Timo. Wir ganz organisieren das Kochbuch Hand in Hand und das tolle Event hier gemeinsam mit Serkan Gücegoban für den guten Zweck. Das Kochbuch Hand in Hand, gemeinsam mit 20 Geflüchteten und 50 Sterneköchen. Und jetzt ein wahnsinnig tolles Event mit 12 Sterneköchen, 12 Spitzenköchen, 15 Winzern, Ginstars mit dabei, Deutsche See. Und eben wir hatten viel Spaß und ja, also viel Geld für den guten Zweck zusammengekommen. Wir freuen uns, dass so viele zahlreich dabei waren und freuen uns auch schon aufs nächste Jahr, aufs nächste Event. My name is Jermaine Rosario. What am I doing here? I don't know. No, I know. We make a dish. We make our dish. It's a little bit of Asia. Japanese rice with mackerel and miso. Miso are fermented beans. It's nice to be here. It's nice weather. Nice people. It looks nice. So everything is okay. Ich bin der Max Moser vom Hotel 24Z in Starnberg mit dem Restaurant Beijing. Wir sind hier beim Kochbuch Hand in Hand dabei. Ich habe einen Flüchtling in der Küche auch ab. Der hat sich sehr, sehr gut integriert. Wir haben wahnsinnig viel Spaß mit ihm. Deswegen liegt mir das Projekt sehr am Herzen. Wir sind hier beim Festival und machen unseren ungestopften Gänseleber-Eisgang mit ein bisschen Topinambur, gekillter Apfelcreme, frischem wilden Sauerklee. Und obendrauf gibt es für die Süße einen gegrillten Gemüsehonig, abgeschmeckt mit Apfelmus. Ja. Hallo, hier ist Arne Anke aus dem Restaurant Pauli-Saal in Berlin. Heute beim Hand-in-Hand-Festival.
beim Serkan, Charity ist ein großes Ding, go for it, guys. Aus der Schweiz, bin im Gasthaus zur Fernsicht und bin hier bei dem Festival mit dabei. Ich habe auch bei dem Buch mitgewirkt und mache eine gegrillte Pina Colada als Dessert. Ja. Moin, mein Name ist Christoph Brandt und ich finde es fabelhaft dabei zu sein. Wir haben es eh seit Tag 1 unterstützt, uns wurde ja nach dem Buch Zeit, dass es endlich live ist, dass alle was probieren können und alle das essen können, was es im Buch gibt. Und ich supporte es weiterhin und viel Spaß. Schreib sie für dich und ich schreib sie für mich. Alles, was ich brauche, ist vorher ein gutes Gerät. Also hindere mich nicht. Sammler, meine Sous-Chef, die heute. Hi, ich bin Rolf Stahnhofen, Musiker, Sänger. Ich supporte Hand in Hand, weil ich es wunderbar finde, dass man über Genüsse sich verbindet, Brücken baut. Und ich denke mal, wer versteht, richtig zu kochen, der weiß auch, dass er auf der ganzen Welt willkommen ist. Hi, mein Name ist Stefan Haupt, ich bin Küchenchef von der Schafsschlossweinstube im Heidelberger Schloss. Ich mache heute Mannheimer Dreck mit Sauerrahm für Eis und ich bin hier für den guten Zweck, das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Ja, hallo, ich bin Jan Hoffmann, ich komme aus Frankfurt, aus dem Seven Swans. Ich bin heute hier gewesen, weil es ein guter Zweck war und war eine schöne Veranstaltung, schön mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, zu sehen, was die anderen Kollegen machen. Ja, wir hatten heute lactofermentierte Karotte mit Schwarzkohl und Johannisbeeren, einer essbaren Erde und ein Vinaigrette aus Rhabarber und Bärlauchkapern. Hi Leute, mein Name ist Serkan Gözalcaman. Ich bin heute hier der Gastgeber bei diesem tollen Event, Spitzenköche Hand in Hand. Und ich habe heute zwei Gerichte gekocht, und zwar Roastbeef von der orientalischen Ferse mit Hummus und marinierten Rohkost. Und dann habe ich gemacht einen Tartar von der blauen Garnele mit Kohlrabi. Und ja, ich habe mich gefreut, dass wir heute so zahlreiche Gäste hier hatten und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war dort schon einmal, doch bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir, unten wieder ganz allein. Hey.